Das ist also die Basteibrücke, die man auch von unten sehen kann. Das ist unsere Airbnb-Wohnung, die wir gemietet haben für unser langes Wochenende. Man kommt direkt vom Treppenhaus in einen kleinen Flur. Und von hier aus geht es auch gleich ins kleine Bad mit Toilette und Waschbecken. Als nächstes kommt man gleich ins Wohnzimmer mit dem Essbereich und der Küche. Das Tolle an der Wohnung ist auch die zentrale Lage. Man kann in 5 Minuten bis zum Bahnhof gehen und ist auch in 5 Minuten direkt unten am Elbufer. Vom Wohnzimmer aus dann geht's gleich ins große Schlafzimmer. Hier steht ein Doppelbett, ein Einzelbett und ein Kinderbett. Und einmal um die Ecke ist schon das größere Bad, wo auch eine Badewanne steht. In der Küche gibt es einen Essplatz für 4 Personen, Kaffeemaschine ist alles vorhanden. Es gibt sogar Wasserkocher, Tee und auch Kaffeefilter, Kühlschrank, Backofen und als Willkommensgeschenk gab es noch eine Schale mit Obst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal.